Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video teile ich mit dir meine 5 besten Hacks für den Morgen zum Abnehmen, ohne die ich nicht aus dem Haus gehe. Oder aber nicht nur zum Abnehmen, sondern auch zum fitter werden, fitter bleiben, gut in den Tag zu starten und gesund zu bleiben. Hier gibt es jetzt richtig schöne Ernährungstipps. Wenn du mehr Tipps haben möchtest zum Abnehmen, vor allen Dingen am Bauch, dann check mal den Link in der Videobeschreibung. Gibt es einen kostenlosen Kurs von mir. Und da kannst du dich kostenlos eintragen. Du bekommst von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, Rezepte, Einkaufslisten, Workouts zum Abnehmen am Bauch. Here we go, meine besten Tipps, ohne die ich einfach nicht in den Tag starten kann. Das allererste, was ich mache, nachdem ich im Bad war und eine kleine Katzenwäsche gemacht habe, ist, ich gehe in die Küche vor dem Workout noch. Ich mache morgens immer meinen Workout, weil ich dann am besten in den Tag starten kann. Mache ich mir eine warme Zitrone. Und zwar eine ganze Zitrone, frisch, kein Konzentrat oder so. Die Hälfte ich einmal. Hier habe ich in so eine super Zitronenpresse endlich mal. Seit Jahren habe ich das mit der Hand gemacht. Presse die komplett in ein Glas aus. Also wirklich die ganze komplette Zitrone. Eine Zeit lang, als ich damit angefangen habe, habe ich eine halbe Zitrone gemacht am Morgen. Aber mittlerweile mag ich das so gerne. Und das ist besser als irgendein Kaffee am Morgen. Also das ist das allererste, was ich morgens mache, die Zitrone trinken. Und was ist das Besondere an der Zitrone? Sie trinke ich warm, also mit warmem, aufgekochtem Wasser. Also es kocht nicht, sondern es ist wirklich nur so ein bisschen warm gemacht. Es soll nicht wirklich heiß sein. Das habe ich jetzt ein bisschen schon warm gemacht. Schütte das einfach da drauf, komplett, also ein ganzes Glas. Am liebsten 500 Milliliter, das sind jetzt nur so 400 ungefähr. Und das ist das allererste auf nüchternen Magen. Und hier kommt auch das Geheimnis der Zitrone, warum ist das so toll? Die entgiftet und vor allen Dingen verbessert sie die Verdauung. Seitdem ich das morgens immer mache, habe ich keine Probleme mehr mit der Verdauung. Ich hatte Jahre Probleme mit meiner Verdauung und damit komme ich halt richtig gut in den Tag. Und es sollte auf jeden Fall mindestens 10 Minuten vor dem Frühstück sein. Also es spült wirklich alle Gifte aus dem Körper und es ist super natürlich. So, das ist das Erste, was ich mache. Die habe ich dann getrunken. Aber jetzt habe ich eine neue Sache. Und zwar danach trinke ich einen Apple Cider Vinegar, also Apfelweinessig. Und zwar ungefiltert, unpasteurisiert. Das mache ich mir dann nach der Zitrone. Auch eigentlich so vor dem Sport. Oder manchmal, wenn ich das Workout zu Hause mache, habe ich dann das Glas direkt bei mir. Das schütte ich dann auch in das gleiche Zitronenglas. Also 2 kleine hier Teelöffel. Einmal zack und dann ins Glas. Ich habe jetzt hier gerade keins. Zack, ins Glas. Und das schütte ich auch komplett auf, aber diesmal mit kaltem oder raumtemperatiertem Wasser bis hier oben und trinke das auch. Das ist ziemlich cool, weil das auch nochmal den Blutzuckerspiegel unten hält, dich auf den Tag vorbereitet. Das mache ich auch abends, weil damit die Kohlenhydrate, die ich so am Tag gegessen habe, besser abends verarbeitet werden können mit diesem Apfelweinessig. Und du kannst ja auch noch Zimt dazu tun, alles Mögliche. Du kannst auch Zitrone und Apfelweinessig zusammenmischen, theoretisch, wenn du den Geschmack überhaupt nicht magst. Die Zitrone war für mich am Anfang auch gewöhnungsbedürftig, aber es geht nicht mehr ohne. Ich habe die immer bei mir, auch wenn ich irgendwie verreise, im Hotel bin und ich bin mir nicht sicher, ob es da jetzt direkt eine Zitrone gibt, nehme ich immer eine mit und die passe wirklich überall rein. Also das sind meine ersten 2 Tipps. Die warme Zitrone am Morgen, 2. Apfelweinessig. Ungefiltert. 3. Da komme ich auch gleich zu, wie ich das genau mache. Zimt mische ich in mein Müsli rein. Und dieses Zimt ist auch gut für den Blutzuckerspiegel. Es senkt den Blutzuckerspiegel. Wenn der hoch ist, kannst du nicht abnehmen. Wodurch verändert sich der Blutzuckerspiegel oder wann schlägt der aus? Also wenn du Kohlenhydrate isst, definitiv. Wenn du Zucker isst, also diesen ungesunden Zucker, definitiv Ausschlag ganz nach oben. Das heißt jetzt nicht, dass du keine Kohlenhydrate essen sollst, sondern nicht zu viel, nicht zu viel auf einmal, das ist gut verteilt über den Tag und du kannst es halt mit der Zitrone und mit dem Zimt aber auf einem gemäßigten Level halten und natürlich durch Bewegung und Sport. Das ist auch ziemlich cool und super gut für den Blutzuckerspiegel, um den zu normalisieren. Wenn wir nämlich den Blutzuckerspiegel oben haben, das heißt, das Hormon Insulin ist ausgeschüttet im Körper. Ja, keine Angst, ich werde jetzt nicht zu biologisch, aber kurz erkläre ich das für die, die sich dafür interessieren. Insulin wird ausgeschüttet und wenn dieses Hormon im Körper ausgeschüttet ist, verbrennen wir kein Fett. Das ist nicht gut, wenn wir abnehmen wollen. So, das sind meine 3 Sachen. Jetzt kommt die 4. Sache. Und die 5. Sache ist ein super leckeres Müsli. So, ich habe dann Sport gemacht, habe meine Zitrone, meinen Apfelweinessig getrunken. Kommen wir jetzt
Und dann mache ich mir gleichzeitig zum Müsli oder kurz danach oder kurz davor, je nachdem, wie ich gelaunt bin, einen Matcha. Ich trinke fast gar keinen Kaffee mehr, maximal, also das war sowieso immer eher mein Ding war eher so Cappuccino, maximal einmal die Woche jetzt. Ich habe mir das abgewöhnt, weil ich festgestellt habe, dass es mir einfach besser geht ohne Kaffee, dass ich weniger Hunger habe, wenn ich keinen Kaffee trinke. Ich habe nämlich das ein bisschen übertrieben, ich habe wirklich enorm viel getrunken in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, ob ich bei 10 Tassen war, also viel zu viel. Matcha ist super gut, ist auch gut zum Abnehmen, es ist grüner Tee, es ist der Espresso des grünen Tees. Einmal ist es nicht wie beim Kaffee, dass die Energie ganz schnell nach oben geht und dann wirst du ganz schnell wieder müde, sondern das wird langsam abgegeben. Du wirst langsam hellwach, bleibst hellwach ganz lange und dann ganz langsam geht es wieder runter. Also es bleibt relativ lange auf einem konstanten Level. Und es hilft dir auch beim Abnehmen durch die Flavonoide in diesem grünen Tee. Und wie gesagt, Matcha ist noch besser als Teebeutel grüner Tee. Zu meinem Lieblingsmüsli gerade. Ich variiere immer ein bisschen. Einmal pflanzliche Milch nehme ich immer. Also ich habe jetzt hier Hafermilch mit Vanille. Dann habe ich Buchweizen. Und zwar einen so geschredderten, damit er so creamy wird, für ein warmes Müsli oder Porridge besser gesagt. Ich wechsle das ab mit Haferflocken. Haferflocken haben von den Werten her ein besseres Ergebnis. Von den Proteinwerten her sind die besser und die sind ein bisschen süßer, sind ein bisschen mehr Kohlenhydrate auch drin. Aber ich brauche einfach gerade mal was anderes. Ich mag auch Haferflocken total gerne. Buchweizen hat ein bisschen weniger Protein, aber whatever, ich habe da einfach gerade Lust zu. Dann esse ich dazu noch gepuffte Hirse, ist das gerade. In Deutschland habe ich aber gepufften Quinoa lieber. Aber auch die Hirse schmeckt ziemlich geil. Gepufft gibt es die auch zu kaufen in sämtlichen Bioläden. Ich liebe das einfach, weil es das schön fluffig macht, das Müsli. Okay, also, was kommt da jetzt alles genau rein? Erstmal kommt da Buchweizen rein. Und so unten, dass es schön unten gut gefüllt ist. Also von der Schale ist es jetzt ungefähr... Der ganze Boden ist bedeckt bis hier gefüllt. Mehr passt da jetzt auch nicht rein, weil jetzt die Hirse da drauf kommt. Und dadurch, dass sie so leicht ist, passt da einfach enorm viel rein. Kann ich das halt einfach auffüllen ohne Ende, weil es wiegt wirklich fast gar nichts. Da kann man viel von nehmen, man wird schnell satt dadurch. Und das mache ich bis oben voll. Es fällt fast runter immer, wie du siehst. Ja, aus meinen Hacks natürlich Zimt kommt da drauf. Ich tue Zimt überall drauf, wo es nur geht. Zu jedem Gericht, wo es irgendwie passt. Egal was, ich tue es wirklich überall rein. Manchmal auch in mein Rührei. Ich liebe das einfach. Dann kommt die Vanille-Hafermilch. Du kannst auch Dinkelmilch nehmen, Mandelmilch. Ich würde aber auf eine ungesüßte Variante achten. Also kein zusätzlicher Zucker drin. So, und jetzt kommt da die Hafermilch rein. Genau, und da mache ich einfach so viel, wie du magst. Ich mag es, wenn es nicht zu sehr schwimmt. Wenn das zu flüssig ist, dann kann man das ja fast trinken. Das mag ich nicht so gerne. Okay, was ich total liebe, ist Cashewmus. Ja, ich liebe es einfach. Ohne Zucker auch. Wie gesagt, wir wollen abnehmen oder fit bleiben. Da ist Zucker einfach nicht gut. Und da kommt jetzt ungefähr, ja, das ist ein großer Esslöffel, die Hälfte davon kommt da rein. Da ist eigentlich nichts Besonderes dran, außer dass ich das enorm gerne mag. Es unterstützt dich nicht unbedingt beim Abnehmen. Es füllt aber den Magen, weil es gesundes Fett ist. Wenn du viel gesunde Fette isst, wirst du schneller satt. Das ist auch nicht zu viel, also wie du siehst, da passt jetzt gerade auch nicht mehr rein. Manchmal pimpe ich das noch mit ein bisschen 100%iger Schokolade. Da ist nur Kakaobutter und Kakaomasse drin. Da kommt ein bisschen rein, aber mit dem Buchweizen schmeckt es nicht so Bombe. Deswegen, ich mag das lieber mit den Haferflocken, deswegen tue ich es gerade nicht rein. Das schiebe ich dann in die Mikrowelle morgens und esse das nach meinem Workout. Wieso nach meinem Workout? Erstens bin ich dann nicht so voll gefuttert und ich kann mich besser bewegen, wenn ich nicht so einen vollen Magen habe. Zweitens kannst du besser Fett abbauen, wenn du davor nichts isst. Wenn du aber merkst, du bist total müde und hast keine Energie, dann kannst du auch vorher eine Kleinigkeit essen, eine Banane, einen Apfel oder auch vielleicht auch ein ganzes Müsli, wenn du richtig hungrig bist. Ich empfehle es dir nicht, ich würde es danach machen, besonders wenn du abnehmen möchtest. Wenn du fit bleiben möchtest, kein Problem, kannst du auch vorher was essen, wenn es dich nicht zu sehr beschwert. Ja, abnehmen, weil der Körper dann besser an die Fettzellen kann, weil er sonst, weil es ja Kohlenhydrate sind ohne Ende, geht er nämlich erst an die Kohlenhydrate, wenn er Energie braucht.
bevor er an deine Fettmasse geht, um die abzubauen. Und das wollen wir nicht, wenn wir ein Workout machen. Ein Workout machen wir natürlich, um uns fett zu halten. Fett zu halten. Fit zu halten, um gute Laune zu bekommen. Ich zumindest. Ich liebe es einfach, damit in den Tag zu starten. Mir geht es 100-mal besser damit. Und abzunehmen natürlich, wenn du das möchtest. Jeder hat sein eigenes Ziel mit den Workouts. Ich mache es einfach für meine Laune und um mich fit zu halten. Fett. Heute habe ich es. Fett bin ich nicht, also ich will auch gerade nicht abnehmen. Deswegen ist es mir eigentlich auch egal, ob ich davor oder danach was esse. Aber wie gesagt, ich kann davor nicht unbedingt was essen. Weil ich nach der Zitrone und nach dem Apfelwein esse ich schon fast einen Liter getrunken habe. Dann bin ich erstmal gut bedient bis nach dem Workout. Das mache ich dann so eine halbe, manchmal eine Dreiviertelstunde, manchmal eine Stunde. Wie viel Zeit ich halt gerade habe, wie lustig ich gerade bin. Okay, das ist jetzt meine Routine, meine 5 besten Hacks zum Abnehmen. Nochmal das Wichtigste, warum empfehle ich dir, wenn du abnimmst, morgens so viel zu essen? Es ist viel, ja, weil du damit nicht so schnell in ein Hungerloch fällst mittags. Weil wenn du bis mittags irgendwie wartest, um was zu essen, dann ist der Hunger meistens so groß, dass du sehr ungesund meistens isst. Und gerade in einer Ernährungsumstellung, wenn du irgendwie versuchst abzunehmen, ist es immer ein bisschen schwierig, weil dann tappst du ganz schnell wieder in die Falle und isst die Sachen, die du eigentlich nicht essen wolltest. Und dann bist du wieder in dem Teufelskreis und denkst dir, ah, ich schaffe das wieder nicht mit dem Abnehmen und so weiter. Also mein Tipp, gut frühstücken, gesund frühstücken, Workouts morgens machen, gesund essen und dann wirst du auch ganz schnell abnehmen. Wenn du aber noch mehr Tipps haben möchtest zum Abnehmen am Bauch, dann check mal meinen kostenlosen Kurs. In der Videobeschreibung ist der Link. Trag dich ja kostenlos ein. Du kannst mir da auch alle möglichen Fragen stellen per E-Mail, die dir so einfallen. Aber es wird auch enorm viel in den Videos und in meinen Tipps und in meinen Rezepten beantwortet, die du da bekommst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich sehe dich dann im nächsten Video und ich wünsche dir viel Erfolg beim Abnehmen. Bis dann, ciao!